Leute, es wird ungemütlich. Viva dieser Widerstand! Es ist kurz vor 12. Unsere Erde brennt. Wenn die jetzt umfallen, sind die mit 100 Jahren Entwicklung weg. Seit Jahrzehnten waren Forscher vor den Folgen des Klimawandels. Und trotzdem passiert nichts. Das Worst-Case-Szenario ist bis jetzt eingetreten. Statt das Klima zu retten, heizen wir weiter durch die Gegend. Also wie groß ist dein schlechtes Gewissen? Auf einer Skala von 0 bis 10? Ja. 0. Und auch den Urlaub in der Ferne wollen wir uns nicht vermiesen lassen. I want to be honest, I'm not ashamed. I'm looking forward to my vacation. Was ist eigentlich los mit uns? Wieso bekommen wir das mit dem Klimaschutz nicht hin? Es geht nicht mehr so weiter. Ein Freitagnachmittag in Hamburg. Hier soll gleich der Next-Level-Shit in Sachen Klimaprotest losgehen. Ich bin hergekommen, weil ich sehen will, wie weit Menschen bereit sind zu gehen im Kampf fürs Klima. Eingeladen hat mich Tino, der Typ, der sich hier gerade eine Telefonnummer auf den Bauch schreibt. Die Nummer ist von einer juristischen Beratungsstelle für den Fall, dass er festgenommen wird. Tino, was ist der Plan für heute? Ja, wir wollen für Aufsehen sorgen. Wir wollen den Leuten mal zeigen, worum es geht oder was gerade so ein bisschen auf dem Planeten abgeht. Wir wollen auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen und bin noch nicht ganz sicher, was heute passieren wird. Ich bin auch sehr ungewiss, freue mich aber drauf und ich denke aber, es wird durchaus zu Blockaden kommen und wir werden heute den Alltag in Hamburg stören. Zusammen mit anderen Aktivisten will Tino gleich diese Straße hier besetzen. Aber vor der Action wird sich erstmal eingeschworen, und zwar ganz besinnlich. Lasst uns einen Moment innehalten, um uns daran zu erinnern, warum wir hier sind. Während unserer heutigen Aktionen mögen wir den Mut finden, allen Menschen mit Frieden, mit Liebe und mit Verständnis zu begegnen. Danke. Danke dir. Und dann geht alles ganz schnell. Bevor die Polizei die Aktivisten davon abhalten kann, sind sie auf der Straße. Tino und die anderen hier gehören zu Extinction Rebellion, was übersetzt so viel heißt wie die Rebellion gegen die Auslöschung. Manche sagen, XR sei die radikale Schwester von Fridays for Future. Ziviler Ungehorsam, aber ohne Gewalt, das ist das Grundprinzip von XR. Die Staatsmacht hält davon allerdings herzlich wenig. So, Achtung, Achtung, hier spricht erneut und zum dritten Mal die Polizei. Das ist eine nicht angemeldete Versammlung. Bitte entfernen Sie sich vom Straßenbereich und begeben sich auf den Gehweg. Und so wird aus dem entspannten Sit-in ganz schnell eine ziemlich ruppige Angelegenheit. Tino und ein paar andere bleiben trotzdem sitzen. Die möglichen Konsequenzen nehmen sie nicht nur in Kauf, sie provozieren sie sogar. Wärst du bereit, für die Aktion in den Knast zu gehen? Ja. Warum? Weil ich denke, dass das in die Öffentlichkeit kommt und dann die Leute darüber nachdenken, wie es sein kann, dass jemand für das Klima protestiert und denen Gewalt angetan wird und dann vielleicht sogar noch in den Knast kommt. Warum glaubst du, es ist notwendig, gegen so Klimawandel auf die Straße zu setzen? Weil die Klimakatastrophe da ist. Es geht nicht mehr um Klimawandel oder um die Klimakrise. Die Katastrophe ist da und wir merken die jetzt schon. Merken wird Tino auf jeden Fall gleich die ganze Härte der Hamburger Polizei. Sie können mich tragen, ich mache Ihnen das Angebot. Ich helfe Ihnen. Wir werden Sie nicht tragen. Letzte Möglichkeit. Geben Sie die Arme raus oder muss ich jetzt nicht mehr treffen? Arme raus. Ich habe schon Kiefer. Gib die Arme raus. Ich habe schon 4 Kieferbrüche. Ist dir das klar, was ich habe? Ich habe es 3-mal gesagt. So, lassen Sie die Arme locker, sonst geht der Schmerz. Oh! Wenn Sie hier so weitermachen, freuen Sie. Nehmen Sie die Arme raus. Wie sollen Sie rausnehmen? Wohin? Einfach so lassen. Lassen Sie die Kollegen hier einfach machen. Wenn Sie sich jetzt nicht wehren, dann tut es auch nicht mehr weh. Ich bin stolz auf dich. Alter, ganz ehrlich, ich hatte mir den Protest hier irgendwie anders vorgestellt. So richtig ab ging das jetzt nicht. In London haben Aktivisten von Extinction Rebellion die Innenstadt lahmgelegt und sich in den Knast stecken lassen. In Hamburg bleibt es bei Schmerzgriffen, auch wenn die ziemlich wehgetan haben.
Der Schmerz hat mich jetzt überwältigt. Ja. Ich habe gedacht, mein Kiefer platzt. Ich habe jetzt noch Schmerzen überall. Also ich kann es gerade nicht nachvollziehen. Ich bin, also, mir kamen gerade auch die Tränen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber was war der Bezwecken mit so einer Aktion? Ja, ja, zum Beispiel sowas, dass wir jetzt darüber reden. Und dass wir kommen. Dass ihr kommt und das anderen zeigt. Und dass es durchaus problematisch ist. Und ich hoffe auch, Menschen solidarisieren sich mit uns, dass uns heute Gewalt angetan wurde, obwohl wir keinerlei Gewalt gegen irgendwen anwenden. Keine Ahnung, ob der Plan aufgeht. Von Autofahrern habe ich Sprüche wie geht arbeiten oder verpisst euch gehört. Klingt nicht gerade nach Solidarisierung. Also das war hier als relativ große Aktion angekündigt und jetzt haben hier so 200 Leute vielleicht auf der Straße gesessen, eine Stunde den Verkehr aufgehalten. Ob das jetzt dafür sorgt, dass die Leute von ihren Couches aufspringen und sagen, ich muss was tun für den Klimaschutz? Ich weiß es nicht. Also die ganz große Revolution war das hier heute auf jeden Fall noch nicht. Aber braucht es diese Klimarevolution überhaupt? Für diesen Film bin ich unterwegs in einem Land, das in dieser Frage ziemlich gespalten ist. Aber machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme und fangen bei mir an. Eigentlich halte ich mich für einen ziemlich umweltbewussten Typ. Ich habe kein Auto, fahre in Berlin entweder mit den Öffis oder mit dem Rad. Und auch sonst bin ich, jedenfalls auf dem Papier, ein Öko. Ich habe nämlich mal Umweltwissenschaften studiert. 3 Jahre lang ging es da um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Also eigentlich alles super mit mir und dem Klima, dachte ich jedenfalls. Bis ich ihn hier zu mir nach Hause eingeladen habe. Hallo. Grüß dich. Seraya Bock arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Zusammen rechnen wir heute meinen CO2-Fußabdruck aus. Seraya erklärt mir, was da alles reinzählt. So klassischerweise teilt man es auf in 4 bzw. 5 Bereiche. Also einmal Ernährung, Mobilität, Wohnen, da fällt Heizung und Strom dann drunter und sonstiger Konsum, der 5. deswegen nur, beziehungsweise ist halt so öffentliche Emissionen, sowas wie Straßenlaternen oder so die Infrastruktur. Na, dann schauen wir doch mal. In meinem Kühlschrank gibt es eigentlich so gut wie nie Fleisch. Ich beziehe Ökostrom. Und im Winter mache ich in meiner Altbauwohnung die Heizung erst an, wenn es wirklich sein muss. Am Ende hacken Seraya und ich alles in einen CO2-Rechner. Eigentlich müsste da doch ein ganz guter Wert für mich rauskommen, denkste. So, jetzt kommt mein Ergebnis. 26 Tonnen CO2 im letzten Jahr. Und hier steht, deutscher Durchschnitt ist 11 Tonnen. Ist relativ viel. Das ist ein großer Wert und das ist auch, also man sieht so, der Hauptwert ist halt so die Mobilität. Die 10-fache Menge vom deutschen Durchschnitt, aber es sind diese Langstreckenflüge, ne? Sind denn tatsächlich also, diese Langstreckenflüge. Ja, kein Wunder. In den vergangenen 12 Monaten war ich in Thailand, Brasilien und in den USA. Da kann ich noch so viel Fahrrad fahren. Das viele Fliegen macht meinen CO2-Fußabdruck zu einem ziemlichen Latschen. Letztlich geht es aber auch darum, und dafür ist ja ganz gut zu sehen, wie ist halt meine Gesamtbilanz, damit ich halt mir nicht irgendwie so in die Tasche lüge, indem ich sage, naja, ich spare jetzt da und da so viel ein, weil letztlich zählt halt die Gesamtemission und wenn die halt hoch ist, dann ist es halt ein Problem. So wie bei mir. Pro Nase dürften es eigentlich nur 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr sein. Junge, wenn das meine Öko-Freunde aus dem Studium sehen. Ich bin schon relativ schockiert von meinem eigenen CO2-Fußabdruck, muss ich sagen. Also 26 Tonnen mehr als doppelt so viel als der Durchschnittsdeutsche. Und der Durchschnittsdeutsche verbraucht ja schon viel zu viel oder emittiert viel zu viel CO2. Ja, aber Seraya hat recht. Ich glaube, das tue ich auf Kosten anderer und das geht nicht. Aber jetzt gerade fühlt sich das an, als würde ich mich krass einschränken müssen, weil ich zum Beispiel auch nächstes Jahr meine Schwester besuchen wollte. Die ist dann in Japan. Tja, ist nicht mehr drin, so eine Reise. Warum nicht? Na, weil die Welt in Flammen steht. So wie die Lieberoser Heide in Brandenburg. In den vergangenen 3 Jahren haben hier über 1000 Hektar Wald gebrannt. Eine Fläche so groß wie 1400 Fußballfelder. Rangerin Jenny Eisenschmidt und Förster Axel Becker kümmern sich um die Lieberoser Heide.
Der Wald hier ist Wildnisgebiet und deshalb Lebensraum für viele Arten. Wie sehr schmerzt Ihnen das Herz, wenn Sie hier diese abgebrannten Flächen sehen? Na, als Förster, da hat man schon eine Träne im Auge. Das will ich nicht verhehlen hier. Das waren ja wirklich naturbelassene Wälder. Wenn Sie sich also die stärkeren großen Kiefern angucken, die sind sicherlich deutlich über 100 Jahre alt. Und wenn die jetzt im Prinzip tot sind, irgendwann umfallen, weil die Wurzeln durchgebrannt sind, dann sind dem 100 Jahre Entwicklung weg. Ja, das ist schon, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwerer wird. Jenny, wie geht's Ihnen? Es ist sehr schwierig und traurig zu sehen, was hier alles abgebrannt ist. Weil man hat ja viel Zeit in den Wäldern verbracht und hat gesehen, wie wohl sich hier viele Tiere fühlen, wie viel Ruhe sie haben, was ja der Sinn auch dieser Flächen ist. Und dass das ganze System jetzt gestört wurde, ist natürlich schwer zu sehen und schwer zu ertragen. Es gibt nicht mehr Brände als früher, sagen die beiden. Und die Feuer hier hat wahrscheinlich jemand gelegt. Aber wegen Dürre und Hitze konnten sich die Waldbrände der vergangenen Jahre viel schneller ausbreiten. Sie zu löschen ist hier nicht ganz leicht. Der Grund dafür liegt gleich neben meinem Kamerakollegen Philipp. Oh ja. Guck mal, wo du stehst. Guck mal, wo du stehst, Alter. Das ist ein Blindgänger. Das nennen wir Fachleute Blindgänger. Aber ist der jetzt, ist der scharf? Davon würde die Maus gehen. Was da liegt, ist alte Munition der Sowjets. Die Lieberoser Heide war früher ein Truppenübungsplatz. Wegen der Explosionsgefahr können Brände hier fast nur aus der Luft gelöscht werden. Dank des Klimawandels werden wir uns an solche Bilder wohl gewöhnen müssen. Manche Experten sagen, Deutschland wird in Zukunft ein Waldbrandland sein, so wie zum Beispiel Portugal. Ein Problem nicht nur für die Menschen auf dem Land. In den Städten wird es ja immer heißer. Und wenn ich die Wälder nicht drumherum habe, wo Natur, wo die Bäume, vor allem die Laubbäume, eben das Wasser speichern, die Feuchtigkeit zurückhalten und damit das Klima regulieren, dann ist es irgendwann einfach nur noch heiß und wir haben keinen Sauerstoff mehr, weil wir ja keine Wälder mehr haben und werden eben alle irgendwie in unserem eigenen Mief da ersticken. Und dann zeigen mir die beiden noch das hier, ein qualmendes Moor. Mehr als 6 Wochen ist es her, dass es hier gebrannt hat und noch immer schwelt das Feuer. Regen würde helfen, aber der bleibt aus. Krass, ich finde es total gespenstisch, das so zu sehen, wie der Qualm aus dem Boden rausquillt. Und zwar ohne Ende und auch nicht nur an der Stelle, sondern hier überall so. Der brennende Torf setzt Methan frei. Ein Gas 25 mal so klimaschädlich wie CO2. Also für alle Leute, die sagen, Klimawandel in Deutschland, ein bisschen heiß wird es, aber sonst ist doch eigentlich nichts. Ich glaube, diese Bilder hier aus dem Wald zeigen sehr deutlich, dass das echt ein Problem ist. Dass wir so nicht mehr weitermachen können, das predigt Professor Andreas Oschlies in Vorträgen wie diesem hier auf YouTube schon länger. Der Klimaforscher aus Kiel hat durchgerechnet, was wir tun müssen, um die Katastrophe noch abzuwenden. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt davon reden, ist es 5 vor 12, was den Klimawandel angeht, 5 nach 12, oder ist das komplette Uhrwerk schon kaputt? Wo stehen wir da gerade? Ich glaube, vom Erdsystem, von der Natur her ist es noch 1 Minute vor 12. Also wir können es noch schaffen, wir können die Klimaziele erreichen. Wir haben sie noch nicht überschritten, es ist noch nicht gerissen bisher, die Latte. Wenn ich die Gesellschaft angucke, bin ich mir nicht so sicher. Da ist es eher bisher 1/2 Stunde nach 12. Wir haben größere Häuser, wir heizen mehr, wir haben höheren Lebensstandard, fliegen viel mehr. Und das kompensiert völlig, was wir an allen guten oder Gutfühlaktionen unternehmen. Ein Anstieg des Meeresspiegels wäre eine der Folgen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Nicht nur für die Menschen hier an der Ostsee würde es dann heißen, Land unter. Aber all das wissen wir seit Ewigkeiten und trotzdem kriegen wir den Arsch nicht hoch, auch in Deutschland nicht. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass wir alle ein zu gutes Gefühl haben. Wir denken, wir tun ja schon so viel. Wir haben eben unsere Solarzelle auf dem Dach und wir haben vielleicht grünen Strom. Und das reicht ja. Wir haben schon so viel gemacht. Wir haben die Energiewende gemacht. Wie teuer war, muss man sagen. Also die höchsten Strompreise in Europa. Ja. Aber wir haben unheimlich viel gemacht und das ist alles gut. Und das wird uns auch von der Politik natürlich immer wieder eingeredet. Also die Bevölkerung wird natürlich auch eingelullt. Um 5% müssten wir jedes Jahr unseren CO2-Ausstoß in Deutschland verringern, sagt Oschlies. Tatsächlich war es in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt nur rund 1% jährlich.
Aber warum sind wir bei dem Thema eigentlich so ignorant? Ich glaube, das ist ein grundlegender Optimismus. Man denkt, mich wird schon nicht treffen. Und dann ist fatal natürlich, dass man CO2 nicht sieht, nicht schmeckt, nicht riecht. Und das ist mit den bisherigen Problemen, die wir mit Hausmüll hatten, wo wir eben diese Kontrolle geschafft haben, und mit den meisten Abwässern auch. Da haben wir es, die stinken, das sehen wir selber direkt. Wir haben die Wahrnehmung, das ist irgendwas, was nicht gut ist. Das fällt bei CO2 alles weg. Können wir ändern mit dieser Kamera hier. 90.000 Euro kostet das Ding. Was sie kann? Na, CO2 filmen. Sieht schon irgendwie eklig aus, wie das Zeug da aus dem Auspuff kommt. Aber machen so eine Bilder was mit uns? Ich frag nach bei Menschen am Flughafen Tegel in Berlin. This is what comes out of the sea. Oh my god. It really looks like it's burning, right? And it really looks creepy, right? Isabella, Saga und Henrik kommen aus Kopenhagen und sind auf Kurztrip in Berlin. Was halten Sie von Verzichten für den Klimaschutz? Would you be okay with not going to holidays far away because of the climate change? Would you agree on no. not buying as much because clothes as you do? I will die one day and I want to experience the world. So. Yeah. Are you someone, when you enter a plane, that you're ashamed by yeah. being, like, using it because of all the pollution? I'm not ashamed. I'm not. I want to be honest, I'm not ashamed. I'm looking forward to my vacation. I'm thinking, oh, I'm going to my vacation. I'm away from stress and bad things. And I want to go there and have nice vacation. So yeah. that's what all people think. So. Yeah, right. I don't want to lie because... No, no, it's fine. I mean... Na, das hat ja super geklappt mit meiner Wunderkamera. Aber was soll ich sagen? Ich denke doch genauso, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Für mich geht's jetzt in Urlaub. Ich fliege nach Korsika. Ja, genau, ich fliege und fahre nicht einfach mit dem Auto. Das hätte ich auch machen können mit meiner Familie. Das wäre deutlich klimaschonender gewesen. Der Grund, warum ich fliege, ist dieser Film. Ich habe einfach keine Zeit für die längere Anreise mit der Karre nach Korsika, weil ich diesen Film fertig kriegen muss. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass es bei mir im Leben immer wieder diese Ausflüchte gibt und diese Ausreden, warum ich ja auf gut Deutsch aufs Klima scheiße. Und das ist ein Problem. Aber wenn es die Vernunft nicht richtet, müssen dann vielleicht Verbote her? Ehrlich, ich fände es gut, wenn die Politik mir in Sachen Klimaschutz mehr vorschreiben würde. Dann würde ich vielleicht auch wirklich mal öfter mit dem Zug fahren, so wie Anna Cavazzini. Cavazzini sitzt für die Grünen im Europaparlament. Ihre politische Heimat sind Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wie oft fliegen Sie, um nach Brüssel oder Straßburg zu kommen? Ich versuche immer, wenn es geht, den Zug zu nehmen, so wie heute. Und das sind eigentlich der Großteil der Fälle. Aber es ist natürlich ein weiter Weg von Berlin oder von Dresden oder von Chemnitz nach Brüssel oder nach Straßburg. Es sind immer so 7, 8, 9 Stunden Zugfahrt. Manchmal muss ich fliegen, weil ich habe dann morgens um 11 ein wichtiges Meeting oder so, und dann geht es einfach nicht. Und was sagen Sie, wenn Leute dann eben so, weiß nicht, gibt so ein Foto von Robert Habeck, wie er mal geflogen ist am Flughafen, und dann schreiben die Leute, ah, guck mal, die Grünen, die predigen Wasser und saufen Wein. Wie gehen Sie mit so Vorwürfen um, wenn ja, zum Beispiel Grünpolitiker eben auch fliegen? Ja, ich glaube halt, dass es auch schon natürlich so eine Ableckungsstrategie ist von Gegnerinnen und Gegnern der Grünen, einfach zu sagen, okay, eure Argumente für mehr Klimaschutz sind nicht valide, weil ihr selber anders handelt. Und das muss man natürlich irgendwie entlarven. Nichtsdestotrotz finde ich, klar, sollten auch Politikerinnen und Politiker, so wie sie können, natürlich auch in ihrem eigenen Lebensstil Klimaschutz leben. Aber was wollen die Grünen jetzt? Jeder, wie er kann oder jeder, wie er darf? Wird es nicht Zeit für das Verbot zum Beispiel von Kurzstreckenflügen? Ich habe das Gefühl, dass Menschen sehr allergisch auf Verbote reagieren, aber dass Leute schon auch sehr allergisch auf alles, was den Geldbeutel betrifft, reagieren. Also muss das Fliegen einfach natürlich irgendwie teurer machen. Und teurer machen heißt, den wahren Preis sichtbar zu machen, weil Fliegen gerade massiv subventioniert wird. Und man muss das Bahnfahren viel attraktiver machen. Aber trotzdem, die Grünen sagen eben nicht, wir verbieten Kurzstreckenflüge. Weil sie Angst haben davor, dass sie vom Wähler abgestraft werden, oder warum eben nicht?
Ja, weil wir eben glauben, dass es effektivere Mittel gibt, das wirklich am Ende durchzuführen. Verbote sind auch höchst effektiv. Genau, aber die müssen wir erstmal mit irgendjemandem durchsetzen. Wir müssen ja sozusagen auch Mehrheiten finden für unsere Politik. Und deswegen, glaube ich, braucht man schon eine gewisse Akzeptanz bei dem Koalitionspartner, aber auch in der Bevölkerung. Weil wenn man diese Akzeptanz nicht hat, dann ja, steigen einem die Menschen auch aufs Dach. Versteh schon, bloß nicht wieder als Verbotspartei dastehen. Dieses Vorgehen bringt den Grünen wahrscheinlich Mehrheiten ein. Nur ist das auch konsequenter Klimaschutz? Oder check out, ja, check out. Nö, finden Tino und seine Mitstreiter von Extinction Rebellion. Sie fordern sogar, den CO2-Ausstoß bis 2025 auf null zu senken. Und um dem Nachdruck zu verleihen, planen sie in Hamburg ihre nächste Aktion. Eine symbolische Beerdigung. Deshalb sind hier alle in Schwarz, bis auf einen. Dann jetzt gerne Teams treffen, ansonsten... Ja. Ganz kurz, ja. Ich habe keine schwarze Hose. Ist vielleicht irgendein Mensch? Meine Hose hängt in Berlin. Musst du sie anmalen? Der 35 Jahre alte Tino ist gerade ziemlich viel unterwegs. Seit gut einem halben Jahr ist der Aktivismus für ihn ein unbezahlter Vollzeitjob. Und das neben Studium und seinen beiden Kindern. Viel hängen bleibt da nicht. Zurzeit bekomme ich BAföG und ich studiere auch noch und hoffe, das kann ich auch noch weitermachen. Ansonsten ist das durchaus eine Problematik. Ich musste meinen Job jetzt kündigen, den kann ich nicht mehr ausfüllen, da muss ich auch fair sein. Und aktuell gibt es durchaus Einzelpersonen, die vielleicht mir dann einfach meine Zugfahrt bezahlen oder am Monatsende sehen, das wird knapp und dann mich unterstützen. Und dann geht sie los, die Inszenierung. Die Trauergemeinde fürs Klima zieht Richtung Elbe. Extinction Rebellion will emotionalisieren, Betroffenheit erzeugen. Ich finde, das hat hier eher was von Schultheater. Mich kriegen sie damit auf jeden Fall nicht. Ziel sind die Hamburg Cruise Days, ein Volksfest, bei dem Kreuzfahrtschiffe abgefeiert werden. Weil die Pötte aber ziemlich klimaschädlich sind, macht auch Extinction Rebellion hier heute Station. Tino hat einen Spezialauftrag. In seinem Eimer befindet sich die Extraportion Pathos. Schön bildstark soll es sein, damit die Botschaft auch ja ankommt. Ich stehe hier vor dem Blut von Kindern. Von Kindern, wie auch ich eins bin. Und das so zu sehen, macht mir, um ehrlich zu sein, Angst. Es macht mir Angst vor einer Zukunft, die, wenn wir nicht sofort handeln, durch die Klimakrise zerstört werden wird. Viel, viel mehr von mehreren... Was mich erstaunt, viele Besucher der Cruise Days sind gar nicht so anti, wie ich gedacht habe. Ich finde die Aktion sehr gut und ich bin auch der Meinung, dass wir viel, viel mehr in diesen Aktionen auch leben sollten. Die Menschheit muss angesprochen werden. Es geht nicht mehr so weiter. Viel Kritik gibt es an dem Demokratieverständnis von XR. Führende Köpfe bei Extinction sprechen der Politik die Fähigkeit ab, den Klimawandel aufhalten zu können. So auch Tino. Was ist mit Politik? Also sagen auch viele Leute hier, die müssen es richten und ihr glaubt, die richten es nicht, oder wie? Nee, ich denke es zu wissen, also das sehen wir ja, die richten es nicht und ich weiß auch gar nicht, ob sie das können und aus welchen Gründen auch immer die Politik nicht entsprechende Handlungen vollzieht oder vollziehen kann, dann müssen wir darüber reden, ob wir eine neue Legitimation brauchen. Aber das klingt ja sehr nach Revolution. Revolution würde aber bedeuten, wir sind der Meinung, wir wollen ja irgendwen stürzen und wir sind der Meinung... Ja, aber so klingt das ja. Das, wenn du sagst, die Demokratie schafft das nicht. Also das klingt ja schon sehr... Sie braucht vielleicht einen neuen Zusatz. Bürgerinnenversammlung nennt Extinction diesen Zusatz. Die Idee, zufällig zusammengewürfelte Bürger werden von Experten beraten. Nicht in das Blut treten, bitte! Und am Ende diktieren die Bürger dann der Politik rechtlich bindende Maßnahmen zum Thema Klimaschutz. Keine Ahnung, wie viel das noch mit demokratisch legitimierten Prozessen zu tun hat. Aber bevor es dazu kommt, wird erstmal geschrubbt.
Kärchern gegen den Klimakollaps. Das kommt jetzt schon sehr deutsch daher. Also erst ein bisschen Unordnung machen, aber nicht zu viel und dann wieder sauber machen. Ist das tatsächlich radikal genug? Müssen wir radikal sein? Sind wir nicht einfach entschieden? Die Bilder waren entscheidend, die Bilder waren klar, die Message war klar. Und müssen wir das jetzt noch anderen Leuten auflasten, hier sauber zu machen? Aber ich bin unsicher, vielleicht hätte ich es auch da gelassen. Wäre gegangen. Wie radikal die Aktionen sein müssen, darüber gibt es viele Diskussionen bei Extinction Rebellion. Am Ende wollen sie aber eben nicht nur die Ökos erreichen, sondern den Otto-Normalverbraucher. Und das funktioniert an diesem Nachmittag sogar halbwegs. Also als ich so die Bilder gesehen habe mit dem Blut und mit den Händen und mit dem Sarg, ich fand es echt irgendwie so ein bisschen kitschig, muss ich sagen. Aber bei den Leuten, bei den Besuchern hier von den Cruise Days, kam das erstaunlich gut an, muss ich sagen. Also viele haben echt gesagt, nee, ich habe dafür Verständnis und ja, wir müssen was tun. Und klar, eine so eine Aktion ändert nichts, aber wenn man das jetzt immer wieder macht und wenn das wirklich jetzt so ein anhaltender Protest ist, vielleicht hilft es wirklich, dass so ein Umdenken stattfindet. Der Herr. Darf ich Sie fragen? Wen für die ARD? Ich höre nur zu, was Sie sagen. Aber haben Sie was von den Protesten hier mitbekommen? Nein. Die haben hier für Klimaschutz haben die hier so Kunstblut vergossen und auch gesagt, wir müssen was tun. Finden Sie das auch? Was getan werden muss, das ist richtig. Und zum Beispiel? Aber vor etlichen Jahren haben die Grünen das auch schon mal versucht und die haben nichts erreicht. Stimmt das? Schaffen es selbst die Grünen nicht, den Klimaschutz voranzubringen? Den Wählerauftrag dazu hätten sie auf jeden Fall. Bei der Europawahl sind sie in Deutschland zweitstärkste Kraft geworden. Auch Anna Cavazzini hat es ins Parlament geschafft. Dazu sitzen die Grünen in Deutschland mittlerweile in 9 Landesregierungen. Cavazzini weiß um die Ungeduld bei vielen Wählern. Was ich verstehe, ist natürlich auch der Frust zu sagen, ja, wenn wir in Landesregierungen beteiligt sind, dass es vielleicht nicht schnell genug geht. Also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt haben wir es geschafft, den Ökolandbau auszuweiten, aber eben nur von, weiß ich nicht, 5% auf 9%. Und das ist schon ein Fortschritt, aber das geht natürlich viel zu langsam. Aber es ist natürlich auch so, es gibt Fahrtabhängigkeiten. Es gibt Landwirte, die schon seit Jahren konventionell wirtschaften. Da können wir halt auch nicht von oben herab bestimmen, ja, ihr müsst jetzt ab morgen nur noch Ökolandbau machen. Das geht halt auch einfach nicht. So laufe das in einer Demokratie, sagt Cavazzini. Wir sind eben nicht in China. Bei uns wird der Klimaschutz langwierig ausgehandelt. Was Cavazzini dabei aber manchmal fehlt, ist die Weitsicht. Also ich glaube, wir haben das Problem, dass es eben, dass die Politikerinnen und Politiker, die gewählt sind, halt immer nur für ihre Legislaturperiode gucken. Ganz viele Sachen, die man für den Klimaschutz eigentlich machen müsste, die sind quasi ein bisschen schmerzhafter für die Wählerinnen und für die Wähler. Und deswegen haben halt ganz viele Menschen, die in der Politik arbeiten, nicht den Anreiz, diese Entscheidung zu treffen, weil sie im Grunde genommen wiedergewählt werden müssen. Und das ist ein Grundproblem. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, Klimaschutz und das, was die nächsten Generationen angeht, das muss ein Verfassungsziel sein. Das muss wirklich auch festgeschrieben sein, sodass es ein übergeordnetes Ziel ist, sich an Langfristigkeit, an Nachhaltigkeit zu orientieren. Wer hätte was dagegen? Also in meinem linksgrünen Freundeskreis in Berlin wohl kaum jemand. Aber Deutschland ist eben nicht nur Berlin-Kreuzberg. Um zu verstehen, wie der Rest der Nation über Klimaschutz denkt, muss ich, glaube ich, mal raus aus meiner Ökoblase. Zu Besuch bei der Rallye Hinterland. Während der eine Teil der Republik von autofreien Innenstädten träumt, wird hier der Drehzahlmesser noch bis zum Anschlag getrieben. Ich begleite Tim. Er fährt seit 2 Jahren Rallye. In seinem umgebauten BMW E36 scheppert Tim über die Straßen und Felder in der hessischen Provinz. Das Auto, hier auf dem Dorf, gehört es zum Leben einfach dazu. Was bedeutet dir die Karre? Ist sie dir so ans Herz gewachsen tatsächlich? Jetzt mal ehrlich, ist das ein Baby oder ist es einfach nur ein Auto? Ich sag mal, wenn mir die Karre so viel bedeuten würde wie ein Baby, dann wäre der Rallye-Sport sicherlich irgendwie die falsche Stelle, wo man das Auto bewegt. Also ja. Ich habe immer gesagt, die Sau, die Schlacht ist, da gibt es keinen Namen. Dann sitzt er echt auf der Straße. Die ganzen Diskussionen um das Auto. Tim versteht sie nicht.
gut, wenn du in einer Großstadt wohnst, hast U-Bahn, S-Bahn, öffentliche Verkehrsmittel, okay, dann brauchst du kein Auto. Aber wir kommen eben, wir sind nicht in einer Großstadt. Und da sind diese Diskussionen für mich einfach ein bisschen albern. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann Leute sehe, die bei der IAA auf die Karren draufspringen und irgendwelche Hassplakate gegen Autos hochhalten, da denke ich mir immer, haben sie den Nerven verloren. Also wie groß ist dein schlechtes Gewissen? Auf einer Skala von 0 bis 10? Ja. 0. Sehr gut. Lass doch mal hören, wie der klingt. Ja, ganz gut. Machen wir. Ja, anmachen sollte man. Ist jetzt einfach natürlich ein bisschen lauter, keine Dämmmatten mehr drin und so weiter. Geht durch den ganzen Körper. Ja, ja. Geil. Ist jetzt aber bei weitem nicht das lauteste Auto im Feld. Aber ist schon so, wenn es alleine irgendwo steht, hat es schon ein attraktives Auto. Drück mal kurz Luft. Gut, fahren wir los, hä? Fahren wir los. Ja, und? Ich habe kein Auto, aber eben auch, weil ich in Berlin keins brauche. Was nicht heißt, dass ich das hier nicht auch geil finde. Also für 140 PS würde ich sagen, läuft er ganz okay. Halleluja! Aber kribbelt schon! Ja. Die Ideen und Vorschläge der Klimaaktivisten. Hier bei der Rallye Hinterland wirken sie ganz, ganz weit weg. Und ob der Protest zum Beispiel von Extinction Rebellion daran etwas ändert? Tim hat da so seine Zweifel. Ich weiß noch nicht, was in den Leuten vorgeht, die tatsächlich der Meinung sind, sie setzen sich auf eine Straße und haben Glück, wenn derjenige schon anhält. Und meinen dann, dass derjenige noch umdenkt. Also ich glaube, ihr könnt froh sein, wenn derjenige nicht aussteigt und den auf die Fresse haut. Jetzt war ich auch so mit Aktivisten unterwegs, die Autos nicht so toll finden. Und die schreien dann immer auf den Demos, wir machen das für eure Kinder. Also wir demonstrieren gegen das Auto für eure Kinder. Also das heißt, also ich werde jetzt bald Papa. Das heißt also, ich muss überall mit hier zu Fuß hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich sehe das nicht so, dass ich für mein Kind auf das Auto verzichten muss. Ganz im Gegenteil. Für mein Kind muss ich ein Auto haben, wenn was passiert, damit ich schnell im Klinikum bin. Tempolimits oder das Verbot von Spritschleudern. Mit solchen Vorschlägen gewinnt man hier keinen Blumentopf. Tim glaubt sogar, dass die Klimadebatte ähnliche Sprengkraft haben könnte wie die Diskussion um Geflüchtete. Ich glaube, sobald wir uns in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen, dann wäre es tatsächlich vorstellbar, dass die Menschenmassen dann tatsächlich auch irgendwo dagegen vorgehen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese Klimadebatte gerade unter dem Hintergrund Greta, Friday for Futures und so weiter, dass das schon die Bevölkerung spalten kann. Droht uns Ähnliches wie die Gelbwestenbewegung in Frankreich? Da hatte eine Anhebung der Spritpreise für monatelange Ausschreitungen gesorgt. Ich finde nicht, dass es in Deutschland bislang danach aussieht. Hier auf der Rallye Hinterland bin ich auf jeden Fall der einzige Zuschauer mit einer gelben Weste. Mal schauen, ob das so bleibt. Doch die Angst vor der Bürgerwut, sie lähmt die Politik in Deutschland, sagt der Klimawissenschaftler Andreas Oschlies. Er macht das auch am Beispiel Climate Engineering fest. In Deutschland eine ziemlich umstrittene Sache. Zum Climate Engineering zählt zum Beispiel die Idee, CO2 im großen Stil aktiv aus der Atmosphäre zu entnehmen und zu binden, etwa in frischem Gestein. Oschlies sagt, wir brauchen solche Verfahren. Wir fühlen uns da natürlich auch als Forscher unwohl. Also es sind immer große Eingriffe in die Natur. Und das ist eine Hybris, dass man denkt, man kann das durch Technik irgendwie in den Griff kriegen, das Problem. Ist sicherlich richtig, keiner macht das gerne. Aber wir sehen, wir kommen anders nicht an unsere Klimaziele ran. Und also nur Emissionsvermeidung werden wir nicht schaffen, weil wir immer noch was essen wollen, Landwirtschaft haben wollen und wahrscheinlich auch fliegen wollen. Das heißt, wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Doch Feldversuche zum Thema Climate Engineering scheitern in Deutschland immer wieder an Bürgerprotesten. Einen einzigen großen Versuch gab es bislang. Hier in Ketzin wurde CO2 in den Boden verpresst. Erfolgreich und ohne Zwischenfälle. Seitdem wurde in Deutschland kein großer Modellversuch mehr genehmigt. Die
Politik muss ganz klar sagen, wir können nicht nichts tun. Und es gibt keine Lösung, bei der es nur Gewinner gibt. Egal, was wir tun, es wird immer Verlierer dabei geben. Wir werden immer irgendwas ändern und irgendjemand wird entweder wirklich verlieren oder sich als Verlierer fühlen. Das heißt, wir haben diese Verschiebung. Und es muss ganz klar gesagt werden, tut uns leid, nichts tun ist keine Option. Herleshausen an der Grenze von Hessen zu Thüringen. Hier zeigt sich, was Oschlies meint, wenn er von Gewinnern und Verlierern spricht. Gleich neben der Kleinstadt soll in Zukunft die Stromtrasse Südlink entlang führen. Die Idee hinter Südlink, Windstrom aus dem Norden in den industriereichen Süden zu bringen. Der Rinderzüchter Thorsten Möller und viele seiner Nachbarn halten davon nichts. Sie sehen nicht ein, warum bei ihnen Böden aufgerissen und Waldstücke gerodet werden sollen für die unterirdischen Stromleitungen. Jetzt sagt die Politik in Berlin und ich glaube auch viele Menschen so in den Großstädten, naja, wir müssen alle unseren Dienst leisten für die Energiewende. Wir müssen alle so ein bisschen unsere Opfer bringen. Machen wir gerne. Wir haben 100 kW Photovoltaik installiert. Wir arbeiten mit einer Biogasanlage zusammen. Viele Experten sagen aber auch, dass man diese Trasse nicht braucht, dass da schmutziger Strom läuft, dass man dezentral was machen soll. Also es gibt Möglichkeiten, man muss es nur wollen. Und dieses Wollen vermisse ich so ein bisschen. Und von daher stehen wir dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Wie sauer sind Sie? Also, wie sehr erzürnt Sie das, was da geplant wird in Berlin? Auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir bei 9 angelangt. Ist so, ja? Ja. Mit einer Radtour entlang der geplanten Trasse protestieren mehrere Bürgerinitiativen gegen Südlink. Für eine echte Energiewende brauchen wir aber solche Trassen, sagt die Bundesregierung, sagen aber auch viele Experten und Umweltverbände. Politiker schaffen es nicht, diesen Menschen hier zu vermitteln, warum. Okay, kein Wunder, wenn die Politiker zum Teil sogar mitdemonstrieren. So wie die Thüringer Landtagsabgeordnete Christina Liebetrau. Sie ist in der CDU, also in der Partei, die im Bundeswirtschaftsministerium den Bau von Südlink vorantreibt. Ich unterstütze die Bürgerinitiative wirklich von ganzem Herzen, weil ich in meinem Heimatort was Ähnliches schon habe. Da ging es auch um die Energiewende. Da sollte ein großes Pumpspeicherwerk mitten am Rennsteig gebaut werden. Sowas kann nicht sein. Wir wohnen hier in einer wunderschönen Landschaft, Naturlandschaft. Sie haben das gesagt. Das muss erhalten werden, denn wir haben ja die Erde nur gepachtet. Wir sind ja hier nur zur Pacht und wir wollen sie auch unseren Kindern und Enkeln weiter gut übergeben. Die Erde nur gepachtet. Genau deshalb würde ich ja sagen, brauchen wir Pumpspeicherwerke und neue Stromtrassen. Für eine Energiewende, die es unseren Kindern erlaubt, auf dieser Erde weiter zu leben. Und dessen müsst ihr euch bewusst sein. Also, wie sollen wir es machen mit der Energiewende, wenn Sie sagen, Südlink nicht, ein Speicher bei uns vor Ort auch nicht? Am Ende des Tages ist doch das Problem, dass keiner bei sich vor der Tür irgendwas haben will, nein, wir oder? Haben ja da auch schon argumentiert, man muss auf moderne Speicherkapazitäten zurückgreifen, das entwickeln. Und nicht eine riesengroße Betonwanne mitten am Rennsteig bauen, was wirtschaftlich gar nicht, wo die Wirtschaftlichkeit gar nicht nachgewiesen werden konnte. Es muss alles verträglich sein. Und ich bin nach wie vor, das Dezentrale schließt das eine das andere nicht aus. Eine Stadt weiter haben übrigens auch Lokalpolitiker der SPD gegen Südlink protestiert. Wenn aber die Politik vor Ort schon nicht mitträgt, was ihre Parteien in Berlin entscheiden, logisch, dass da die Bürger erst recht keine Lust haben, die Kröte zu schlucken. Also unabhängig davon, ob man jetzt Südlink für richtig und wichtig achtet oder nicht, was mir auf dieser Tour hier aufgefallen ist, dass, glaube ich, zwei Dinge nicht nur hier, sondern in der Gesamtgesellschaft fehlen, die für den Klimaschutz relativ wichtig wären. Das eine ist so ein Vertrauen in die Politik. Die gibt es hier nicht, aber ich glaube, die gibt es auch gesamtgesellschaftlich immer weniger. Und das ist ein Problem, weil die Politik muss diesen Klimaschutz und die Energiewende gestalten. Und das Zweite, was so ein bisschen fehlt, ist so eine Idee von Solidarität. Also, dass man für etwas, was man gibt, auch etwas zurückbekommt. Die Leute sagen hier, sie haben keine Lust, dass ihre Natur zerstört wird für eine Energiewende, von der sie gar nichts haben. Und es ist eigentlich auch problematisch, wenn Solidarität überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr gesehen wird. Dann kannst du sowas wie eine Energiewende, glaube ich, nur sehr, sehr schwer gestalten. Bleibt am Schluss die Frage, für welche Richtung entscheiden wir uns? Radikaler Klimaschutz oder weiter wie bisher? Auf der Automobilmesse IAA prallen beide Welten aufeinander. Auf der einen Seite sind da die Autofans, auf der anderen hunderte Aktivisten, die gekommen sind, um die Messe für einen Tag zu blockieren. Auch Tino ist in Frankfurt wieder mit dabei. Wir sind das Klima. Klimakrise, Widerstand! Ihr
Wir sind das Getriebe, wir sind der Sand. Aber so richtig mit macht Tino bei der Sitzblockade nicht. Ihm ist das hier zu konfrontativ. Dieses Fuck-SUV und so, es ist nicht mein Ding und das sehe ich nicht so. Weil wenn, dann Fuck-Auto so, ne? Und lasst uns da was machen und lasst uns gemeinsam uns hinterfragen. Und ich möchte jetzt nicht die SUV-Fahrenden nur vorschieben. Aber braucht es nicht genau diese dann doch, ich sag jetzt wieder radikal, ne? Diese radikaleren Aktionen, dieses Scheiß-SUV, Scheiß-Auto, Ende, jetzt sofort. Braucht es nicht dieses ganz Extreme, weil dieses Vermittelnde, erzeugt das wirklich was? Weil das hier erzeugt was, ne? Also das erzeugt was, ja. Ich stelle mir auch die Frage, wenn wir wirklich so sanft und vermitteln, wie du das sagst, ob wir da das in der Zeit schaffen, mit der wir es brauchen, also in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Aber ich glaube, es ist schwierig, sagen, es muss noch radikaler sein, es muss kräftiger sein, weil dann hören wir nicht mehr zu. So. Weiß ich nicht. Wenn mich jemand ausschimpft, höre ich erstmal nicht mehr zu, mehr erstmal auch sauer. Ja. So. Ich glaube ja an den Diskurs. Und der sieht zum Teil so aus. Am Ende liegt ein Mann auf dem Boden, der sich seinen Weg durch die Blockade bahnen wollte. Wir sind ein komplett gewaltfreies Bündnis und alle, die hier sind, unterstützen genau diesen Aktionskonsens. Ganz so peasy kommt die Blockade aber nicht bei allen an. Ja, das ist eine absolute gewaltbereite Masse zum Teil. Ich habe Verständnis für die Argumente, aber Gewalt muss nicht sein. Da wurde jetzt der Mann hier geschubst, der ist jetzt hier hart auf das Wasser aufgeschlagen. Da habe ich kein Verständnis für. Da sollte man sich nicht beschweren, weil da ja Autos ausgestellt werden. Wir tun ja auch alles für den Klimaschutz. Ja, man sieht es differenziert, aber es hat nichts verloren. Also das ist mir zu gewalttätig. Ja. Bleibt festzuhalten, Klimaschutz, das geht nur gemeinsam. Jetzt mal wirklich ehrlich, wie viel Hoffnung hast du, dass wir es rumreißen noch? Dass wir es schaffen, dass deine Tochter in einer Welt lebt, die lebenswert ist? Du musst jetzt was sagen, Tino. Du sagst jetzt nichts. Das ist dann auch eine Antwort. Ich bin dabei Tino. Denn was wir bräuchten, wäre eine Politik, die nicht den Weg des geringsten Widerstands geht, sondern vermittelt, erklärt und im Zweifel auch unpopuläre Entscheidungen trifft. Das fehlt gerade. Ich glaube nämlich schon, dass wir in Deutschland beim Thema Klimaschutz gar nicht so weit auseinander liegen. Viele Autofans, mit denen ich in Frankfurt spreche, sagen auch, dass wir was tun müssen. Bei der Atomkraft haben wir in Deutschland so einen Konsens hinbekommen. Allerdings brauchte es da den großen Knall im Atomkraftwerk Fukushima. Wollen wir darauf echt auch beim Klimawandel warten? Ach, und apropos Japan, den Flug dahin habe ich gebucht. And we breathe, it is. There is no need to forgive. Breathe it in. Hallo YouTube, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ja, was meint ihr? Müssen wir mehr tun für den Klimaschutz? Tun wir schon genug oder ist sowieso Hopfen und Malz verloren? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, wo der Klimawandel schon so richtig zu spüren und zu sehen ist, dann klickt hier auf den Film vom Kollegen Dennis Leifitz aus der Arktis. Und ich werde in den nächsten Tagen auch nochmal hier auf meinen Rabiat-Film eingehen, im Q&A zu sehen auf unserem Zweitkanal. Bis denne.